für drahtlose Telegrafie. Der Filmpionier Hans Schomburg begleitet Solf und dokumentiert die Arbeit unter Hochdruck. Die Rollen sind klar. Der weiße Ingenieur befiehlt, der schwarze schuftet. Seit den Aufständen weiß Berlin, wie wichtig die Nachrichtenübermittlung gerade in und zu den Kolonien ist. Die Idylle im Haus des deutschen Ingenieurs trügt. In Europa ist der österreichische Thronfolger ermordet worden. Doch in Afrika fühlt man sich sicher. Am 20. Juli 1914 wird der Sender feierlich eingeweiht. Die Kolonien sind jetzt direkt mit der Heimat verbunden. Der erste Funkspruch wird abgesetzt. Und hier, nach 5000 Kilometern durch den Äther, empfangen. Großfunkstation Nauen bei Berlin. Damit sind die Kolonien endlich unabhängig von ausländischen Seekabeln. Genau 11 Tage später erreicht eine verschlüsselte Botschaft aus dem Reich den Sender in Togo. Die Morsezeichen kündigen Unheil an. Seit dem 30. Juli ist in Kamina ununterbrochener Dienst befohlen. In Europa herrscht Angst vor einem Krieg. Seit Tagen wird der Funkverkehr massiv gestört. Die Funkwellen kommen aus Paris. Das als privat deklarierte Telegramm aus Nauen wird sogleich an alle deutschen Handelsschiffe im Atlantik weitergegeben.